The thief in the temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des zweibeinigen Arschlochs. Vorweg gesagt, würde ich mich als Agnostiker bezeichnen, aber um ein wenig das Richard Dawkins-Vokabular zu bemühen, mit einer harten Tendenz zum Atheismus. Somit, wenn ein Film den Glauben zum Gegenstand hat, bin ich immer auch ein wenig misstrauisch. Und dieser Topos ist ja in Hollywood nicht selten. Ja, ich würde sogar sagen, dass das ein zentraler Gegenstand der meisten Hollywood-Filme ist, nur eben getarnt als Action- und Abenteuerfilme. Wir haben all diese Szenen gesehen, wo bei distanzierter Betrachtung eigentlich der Bösewicht der Rationale und der Nachdenkliche ist, während der Held etwas vom Glauben schwurbelt. The Leap of Faith. Im Grunde basiert der gesamte Film The Matrix darauf und Star Wars. Aber auch viele andere Filme, die auf den ersten Blick keinen Bezug zu Glaubensfragen haben, aber eben eine glaubensbasierte Philosophie der Protagonisten präsentieren. Insbesondere Actionfilme der Marke Fast and Furious lieben es ständig mit irgendwelchen metareligiösen Botschaften zu flirten. Der Bösewicht muss dann eben an dieser Philosophie scheitern, weil er nicht die Glaubensstärke des Helden besitzt. Ich fand das immer sehr witzig, weil die Argumentation der glaubensstarken Protagonisten häufig mit der Argumentation von islamischen Selbstmordattentätern identisch ist. Religiöse Terroristen sagen immer, ich könnte es dir erklären, warum ich mich mit 20 Menschen in einem Café in die Luft jagen werde, aber du würdest es niemals verstehen, weil dir eben der Glaube fehlt. Aber das nur amüsiert am Rande. Und dann gibt es natürlich die neue Hollywood-Bewegung der christlichen Filme. Das ist ziemlich bizarr und hatte vor 15 Jahren angefangen. Es sind grottenschlechte Streifen, die sich gerne um Weltuntergänge drehen, bei denen eben nur bestimmte Menschen gerettet werden, während die Glaubensschwachen, die sexuell Irregeführten und die grundsätzlich Sündigen und Schwachen keinen Anspruch auf die Zeit danach haben, was immer die Zeit danach ist. Es sind extrem naive Filme, häufig kofinanziert von allerlei einschlägigen Organisationen und politischen Gruppen, und vermutlich sind es Filme, die sogar ihr Geld einspielen, weil dann tatsächlich Christen den Aufrufen ihrer Gemeinden und Kongregationen folgen und mit einer Eintrittskarte ins Kino gehen. Damit haben sie einen entscheidenden Vorteil gegenüber all den Identity-Politics-Filmen der Gegenwart, die immer so eifrig und aktivistisch ausziehen, um Frauen und Geschlechtsminderheiten und andere Gruppen zu repräsentieren und dann immer daran scheitern, dass die Vertreter dieser Gruppen gar nicht ins Kino gehen, weil es sie nicht wirklich interessiert. Schuld wird dann immer dem weißen alten Mann zugeschoben, weil er eben nicht ins Kino gegangen ist. Mit anderen Worten, ich bin ein frauenhassender, homophober Rassist, weil ich kein Masochist bin. Die Beispiele sind zahlreich und ich bin komplett in eine thematische Seitengasse hineingeraten, weil das überhaupt nichts mit unserer Story hier zu tun hat. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Oh,
Ich möchte über den Film Silence von Martin Scorsese sprechen. Religiöse Untertöne sind bei Scorsese nicht selten und das hier ist bereits sein dritter Film, der sich explizit mit Glauben beschäftigt, sodass viele jetzt gerne von dem Abschluss einer Trilogie sprechen. Hierbei wäre der erste Film The Last Temptation, die letzte Versuchung nach dem Roman von Nikos Kazantzakis, und der zweite Film wäre dann Kundun über den 14. Dalai Lama. Fairerweise muss man Scorsese zugute halten, dass seine Filme nicht gerade preachy sind. Sie salbadern nicht und obwohl offensichtlich ist, dass der Regisseur darin seine eigenen Glaubensfragen durchexerziert, ist doch sein zentrales Thema der Zweifel und der Kampf von religiösen Gestalten mit ihrer eigenen Menschlichkeit. Und damit kriegen diese Filme irgendwie auch immer die Kurve, ohne dass man ihnen nachsagen könnte, sie seien einfach nur moralisierende Schmonzetten, wie die meisten religiösen Filme. So sind Scorseses Glaubensfilme nicht unbedingt begehrte Hits jener Religionen, mit denen sie sich beschäftigen. Insbesondere der Film The Last Temptation wurde von der Kirche seinerzeit verurteilt und von den amerikanischen Protestanten auf einen nicht gänzlich symbolischen Scheiterhaufen getragen. Übrigens, und das nur am Rande, gibt es wirklich nur 3 Spielfilme, die sich unmittelbar mit Jesus Christus beschäftigen, die ich mag und gut finde. Nur 3 Jesus-Filme, die ich ertrage und zugleich auch großartig finde. Und diese sind Norman Jewsons Musical-Verfilmung Jesus Christ Superstar, Monty Pythons The Life of Brian und Scorseses The Last Temptation of Christ. Nun, es fällt auf, dass all diese 3 Filme Anlass zu christlichen Demonstrationen und öffentlichen Verbrennungsgesten waren. Das sagt also wahrscheinlich auch viel über mich aus. Nun, in Silence geht es nicht um die historische Gestalt Jesu, es geht rein um die Glaubensgestalt, doch vor allem geht es um den Glauben selbst. Und über Glauben kann man natürlich nur dann sinnhaft sprechen, wenn wir von einem Glauben sprechen, der geprüft wurde, der unterdrückt wurde. Deshalb kann man auch sagen, dass dieser Film deutlich besser bei den Katholiken ankommt als die letzte Versuchung. Doch in gemütlichen, prosperierenden Zeiten über Glauben zu schwadronieren fällt leicht. Das ist kein Verdienst. Wenn es allen gut geht, ist es einfach, für sich einen starken Glauben zu behaupten, weil niemand da ist, der diesen Glauben testet. Das zentrale Thema dieses Films ist also die Prüfung des Glaubens, denn es ist auch eine Geschichte des Niedergangs. Eine Geschichte des Fehlschlags, denn es geht um die christliche Mission in Japan und diese ist historisch vollkommen gescheitert. Bis heute ist die Anzahl der Christen in Japan im niedrigen einstelligen Prozentbereich und sogar diese winzige Zahl ist nur das Ergebnis der letzten Jahrzehnte und des amerikanischen Nachkriegseinflusses. Zwar gibt es viele Japaner, die Weihnachten feiern, doch sie tun es nicht, weil sie christlich empfinden, sondern weil ihnen Konsum Spaß macht. Silence entführt uns ins 17. Jahrhundert, als die letzten Jesuitenmissionare auf den japanischen Inseln ums Überleben kämpften und um das Überleben des Christentums in Japan. Es ist also eine Geschichte des Scheiterns, aber eine Geschichte, die unterschiedliche Lesung erlaubt, was überhaupt erst der Grund ist, weshalb ich in diesem Podcast darüber spreche, denn sonst würde ich mir kaum die Mühe machen, wenn dies einfach nur eine rührselige Predigt wäre mit chauvinistischen Untertönen. Das ist es aber nicht. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Vorweg gesagt, der Film ist ein Remake, wobei Scorsese vermutlich eher sagen würde, es sei mehr eine Neuverfilmung desselben Romans. Und das ist eine Unterscheidung, die bei anderen Remakes viel Sinn macht. So ist Steven Soderberghs Film Solaris eindeutig eine Neuverfilmung des Romans von Stanislaw Lem. Es ist kein Remake des gleichnamigen Science-Fiction-Films von Andrei Tarkovsky, der denselben Roman verfilmt hatte.
Dort kann man also gut zwei sehr unterschiedliche Filme betrachten, die beide denselben Roman umsetzen, ohne dass der jüngere Film ein Remake des älteren Films wäre. Hier ist die Unterscheidung deutlich verschwommener. Die Originalvorlage ist der in Japan sehr bekannte Roman Chinmoku von Shusaku Endo, der in 1966 erschienen ist. Das Buch wurde bereits in 1971 von Masahiro Shinoda verfilmt und 1972 auf dem Cannes Film Festival vorgestellt. Der Film gewann später 4 Filmpreise des Mainichi Shimbun in Japan. Das Buch wurde noch ein zweites Mal verfilmt. Der Portugiese João Mario Grillo verfilmte es unter dem Titel Os Olhos da Ásia, die Augen Asiens, in 1996. Im selben Jahr wurde der Film beim Locarno Filmfest vorgestellt und mit dem Goldenen Leoparden nominiert, wobei diese mittlere Verfilmung aus Portugal eher eine lose Adaptation ist. Hingegen besitzen Shinodas und Scorseses Film eine stärkere Treue gegenüber dem Buch, auch wenn sie ein etwas unterschiedliches Ende haben. Und um ehrlich zu sein, ähneln sich beide Filme inhaltlich stellenweise so stark, dass ich an dieser Stelle nur über Scorseses Film sprechen möchte, weil ich diesen eben vor wenigen Tagen erst gesehen habe. Und ich kann verstehen, wenn es nun Cineasten gibt, die darauf beharren, dass der Film von 1971 der in Wirklichkeit bessere Film ist, da gibt es sicherlich gültige Argumente dafür. Denn ein Film ist natürlich nicht dadurch besser, weil er mit Hollywood-Geld gedreht wurde. Ein perfektes Beispiel wäre David Finchers The Girl with the Dragon Tattoo, ein fachmännisch hervorragend gemachter Film und eine effektive Umsetzung des Bestseller-Romans von Stieg Larsson, doch in meinen Augen nicht besser als die ältere skandinavische Umsetzung des Romans durch Nils Arden Oplev unter dem Titel Menn som hatar kvinnor, eine Verfilmung, die vielleicht mit weniger Geld aufwartet, doch eindeutig mit mehr Herz. Doch das nur am Rande. Doch das nur am Rande wäre auch ein guter Titel gewesen für diese Podcast-Reihe. Es beschreibt mich so gut. Doch das nur am Rande. Somit fokussieren wir uns auf den Film von Scorsese, der mit 160 Minuten Länge ein ziemlicher Slow Burn ist. Das muss jedem klar sein, der sich vielleicht angesichts dieser Podcast-Episode den Film anschauen möchte. Ich habe euch gewarnt. Das ist einer dieser Filme mit langen, fast stummen Einstellungen und ausgedehnten Dialogen. Es ist ein Film ohne Action und ohne dramatische Enthüllungen. Somit, man muss da schon auch in einer gewissen Stimmung dafür sein. Wobei ich gestehen muss, dass ich schon finde, dass eine gewisse Straffung im Schnittraum dem Film gar nicht so geschadet hätte. Und das ist keine grundsätzliche Haltung, die ich gegenüber langen Filmen einnehme. Keineswegs. Manche Filme können mir gar nicht lang genug sein. Und dieser Film hat ein paar Längen, aber es ist zu verschmerzen. Ich möchte erstmal eine Zusammenfassung des Films präsentieren, sozusagen von der Rückseite der DVD-Box. Denn das ist sichtlich ein Teil meines Produktionsablaufs, der mir am wenigsten Spaß macht, irgendwelche Inhaltsangaben zu schreiben. Warum also das Rad neu erfinden, wenn ich die Rückseite einer DVD-Box lesen kann? Legen wir also los. 1638 brechen Pater Rodriguez und Pater Garupe in das von der westlichen Welt abgeschottete Japan auf, um die Wahrheit hinter den Gerüchten nachzugehen, dass ihr berühmter Lehrer Ferreira seinem Glauben abgeschworen hat. Nach ihrer Ankunft erleben sie die brutale und unmenschliche Verfolgung der Christen durch die japanischen Machthaber. Angesichts der Ereignisse in einer Gesellschaft, die keine Toleranz kennt und in der der Tod an der Tagesordnung ist, stellt sich Rodriguez auf seiner Reise durch das von der Gewaltherrschaft zerrissene Land die Frage, wie kann Gott zu all dem schweigen? Nun, ich kann nicht behaupten, dass ich unter dem Eindruck stehe, dass diese Zusammenfassung auf der Rückseite der DVD-Box wirklich das beschreibt, worum es in dem Film geht. Es ist ja eher eine Art von geistige Abkürzung, die da eingeschlagen wurde, in der vorauseilenden Annahme, dass alle kontroversen oder komplexen Filme über christlichen Glauben früher oder später bei der Theodizee ankommen, der Frage, warum lässt ein liebender Gott zu, dass so viele seiner eifrigsten Anhänger unter Schmerzen leiden. Das ist eine interessante, ein wenig so im 19. Jahrhundert angesiedelte theologische Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Thema dieses Films ist.
Die grundsätzliche Prämisse des Filmes ist durchaus spannend. Zwei Priester begeben sich in einem fremden, gefährlichen Land auf die Suche nach einem dritten Priester, der unter verdächtigen Umständen verschwunden ist und über den es problematische Gerüchte in Umlauf gibt, dass er dem Glauben abgeschworen hat und dass er als Japaner in Nagasaki lebt, sich wie ein Japaner kleidet und mit japanischer Frau und Kindern lebt. Das Motiv erinnert somit auch ein wenig an Joseph Conrads Herz der Finsternis. Und damit konsequenterweise erinnert es auch an den legendären Film Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Das Casting ist gewohnt inspiriert, wie man es von Hollywood-Filmen allerdings erwarten kann. Andrew Garfield spielt den jungen Bruder Sebastião Rodrigues, der tatsächlich auf einer historischen Gestalt basiert, dem Jesuitenpriester Giuseppe Chiara, dessen reale Geschichte hier weitgehend erzählt wird. Adam Driver spielt seinen eifrigen Gefährten Francisco Garupe. Beide sind bekannt aus ihren Rollen in den Spider-Man-Filmen und den Star-Wars-Filmen. Ich kann mir also vorstellen, dass beide Darsteller sich mit einer gewissen Inbrunst auf diese Rollen gestürzt haben, konnten sie doch hier endlich Handlungspersonen mit Tiefe und Plastizität verkörpern, eben weit weg von jeglichem Klamauk. Von Schweigegelübden, massivem Gewichtsverlust und ähnlichen Method-Vorbereitungen ist da die Rede. Nun gut. In gewisser Weise repräsentieren diese beiden Rollen das Christentum, wie es sich selbst gerne sieht. Jung, eifrig, optimistisch. Die beiden erinnern ein wenig an zwei junge Christen, die zu dem ökumenischen Kirchentag unterwegs sind. Und das ist ein spannender Kontrast, der hier geschaffen wird, denn diesem Optimismus gegenüber offenbart sich ein Bild des Horrors. Das hier ist nicht unbedingt ein Film, der leicht anzusehen ist. Falls du zart beseitet bist, solltest du vielleicht die Finger davon lassen. Der Film hat ebenfalls eine starke japanische Besetzung. Allem voran mit Asano Tadanobu, der den ambivalenten Übersetzer spielt und dessen freundliches Auftreten gegenüber den beiden Priestern nicht darüber hinwegtäuschen kann, wie sehr er das Christentum verabscheut. In einer kleineren Rolle erleben wir den stets zuverlässigen Kieran Hinz als den ebenfalls historischen Jesuitenabt Alessandro Valignano, der anfangs versucht, die beiden Priester Rodrigues und Garupe davon abzuhalten, heimlich nach Japan zu gehen und der sichtlich die christliche Mission in Japan für gescheitert hält. Doch er gibt dem Streben der jungen Mönche nach und lässt sie, wenn auch ziemlich inoffiziell, ziehen. Eine wichtige Rolle erfüllt Liam Neeson als der ebenfalls historische Jesuit Cristovao Ferreira, ein bis heute berühmter Apostater, der in Japan unter dem Namen Sawano Chuan lebte. Eine zentrale Rolle spielt der japanische Popsänger Yosuke Kubozuka als der junge Christ Kichijiro, dessen wankelmütige Handlung ein zentrales Thema des Films ist. Und Issei Ogata spielt den historischen Großinspekteur Inoue Masashige, der seinerzeit der oberste Christenjäger in Japan war. Eine interessante kleine Rolle wird von Bela Batiste bestritten, der einen Mann namens Dieter Albrecht spielt, der sichtlich auf der historischen Gestalt des Engelbert Kämpfer basiert, des berühmten Weltreisenden aus der deutschen Stadt Lemgo. Dabei musste ich natürlich an meine YouTube-Videos über die Hexenverfolgung in Lemgo denken, da diese Ereignisse sich in derselben Zeit abspielen und Engelbert Kämpfers Karriere als Weltreisender sichtlich durch die blutigen Ereignisse in Lemgo motiviert war. Bevor ich mich hier dem Film nähere, möchte ich einige Zeilen aus dem Buch Gebrauchsanweisung für Japan von Gerhard Dampmann lesen, weil der Verfasser dort in wenigen Zeilen einen guten Abriss der historischen Leinwand gibt, mit der wir es hier zu tun haben. Und es bedeutet auch, dass ich diesen Text nicht selbst schreiben muss, und das ist immer gut. Jetzt weiß ich endlich, warum ich mir im Leben ungefähr 3000 Bücher gekauft habe, damit ich mir nicht alles selbst ausdenken muss. Ich lese also. Das Christentum hat sich in Japan nicht als Volksreligion durchzusetzen vermocht, obgleich es an intensiven Missionsbemühungen nicht gefehlt hat. Dem später heilig gesprochenen Franziskus Xavier, der 1549 den katholischen Glauben nach Japan brachte, gelang es, das Christentum rasch in Südjapan zu verbreiten, da sich einige der mächtigen Feudalherren der Gegend bekehren ließen. Außerdem öffnete sich Japan zu jener Zeit dem westlichen Handel, zumal sich die Daimyo besonders an Waffen interessiert zeigten.
Die anfängliche Bereitwilligkeit der Elite in Kyoto, christliches Gedankengut aufzunehmen, schlug jedoch bald um. Schuld daran waren zum Teil die katholischen Missionare selbst, deren unerfreuliche Machtkämpfe zwischen Jesuiten und Franziskanern ebenso wie die Intoleranz aller europäischen Missionare gegenüber den Buddhisten Abneigungen und Widerstand provozierten. Hinzu kam, dass die damaligen Herrscher in Kyoto mit Unbehagen beobachteten, wie die Fürsten im Süden dank europäischer Waffen immer mächtiger wurden. Sie argwöhnten plötzlich, die Missionare könnten sich als Vorboten europäischer Eroberer entpuppen, eine keineswegs unberechtigte Sorge, wenn man bedenkt, wie die europäischen Seemächte die Verbreitung des christlichen Glaubens zur Legitimierung ihrer menschenverachtenden Kolonialpolitik zu missbrauchen pflegten. Der Feldherr Hideyoshi ordnete die gnadenlose, blutige Unterdrückung der Christen an und es kam zu grausamen Verfolgungen, vor allem in der Gegend um Nagasaki. 1639 war der erste christliche Missionsversuch in Japan gescheitert. Inaka nare do mo nambu no kuni wa yo nishi mo higashi mo Die christliche Mission in Japan hat somit durchaus vielversprechend begonnen und profitierte von einem günstigen politischen Klima. Doch zugleich war dies auch ein europäischer Interessenskonflikt mit klaren kolonialen Untertönen. Hier wetteiferte Portugal, Spanien, die Niederlande und England um Einfluss und Handelskonzessionen in Asien. Die Portugiesen hatten hierbei eine Weile die Oberhand, da ihre äußerst gebildeten und diplomatisch bewanderten Jesuitenpriester in Japan Fuß fassen konnten. Die chinesische Stadt Macau war lange Zeit ihre wichtigste Drehscheibe für Unternehmungen in Ostasien. Doch während die von den Spaniern vorangetriebene Mission der Philippinen historisch als ein voller Erfolg gewertet werden konnte, war die portugiesische Mission in Japan ein Fehlschlag. Die Romanvorlage ist sichtlich interessant in ihrem Kontext zur japanischen Gesellschaft. Die Japaner besitzen einige sehr brutale Momente in ihrer Geschichte und sind bekannterweise in unterschiedlichem Maße bereit, sich mit diesen dunklen Flecken der eigenen Historie zu befassen. Der Roman von Endo hat sicherlich in den 60ern und 70ern eine gewisse Diskussion angeregt. Bevor ich zu dem Film komme, möchte ich eure Geduld noch ein kleines wenig mehr strapazieren und noch einen kleinen Abstecher machen, der vielleicht ein wenig kontrovers ist, zumindest für Japanologen. Ich möchte einige Zeilen aus dem Buch von Manfred Osten lesen, mit dem Titel »Die Erotik des Pfirsichs«, in dem der Verfasser seine Begegnung mit dem Schriftsteller Shusaku Endo schildert, der übrigens ein japanischer Christ ist, was ihm in Japan sichtlich eine unikate Stellung gibt, da es so gut wie keine Christen in Japan gibt. Und ich nenne das Lesebuch von Manfred Osten deshalb kontrovers, weil ich über die Kritiken um das Buch weiß und mir dessen bewusst bin, dass Osten vorgeworfen wurde, weder Japanisch zu sprechen noch ein ausreichender Kenner des Landes zu sein, um ein solches Buch überhaupt zu schreiben. Manfred Osten ist ein Germanist, der lange Jahre im diplomatischen Dienst in Japan lebte, aber die Validität dieses Buchs ist eine Debatte, die an anderer Stelle von anderen geführt wird und ich habe dazu an dieser Stelle nichts beizutragen. Das hier ist kein Japanologie-Seminar. Und ich habe im Leben eine Handvoll Japanologen gekannt. So richtig aufregende Leute waren das nicht, so unter uns gesagt. Lesen wir also dieses kurze Kapitel aus der Feder des wunderbaren Manfred Osten. Also, Freitag im Yamanoue Hotel hatte er am Telefon entschieden. Dem Vorschlag, ihn im eigenen Haus zu besuchen, war Endo Shusaku höflich ausgewichen. Eine verständliche japanische Reaktion. Aber wie japanisch ist er eigentlich, dieser berühmte Christ unter den berühmten Schriftstellern seines Landes?
Er steht vor mir in der Lobby des altmodischen Yamanoe Hotels, Treffpunkt der Literaten mitten im Stadtviertel Kanda, das sich mit seinen unzähligen Buchhandlungen, Antiquariaten und Studenten als das Quartier Latin Tokios versteht. Endo steuert jetzt auf eine ruhige Sitzgruppe in der weitläufigen Eingangshalle zu. Seine Gestalt wirkt im künstlichen Licht schemenhaft schlank und hoch. Mit einer entschuldigenden Handbewegung und einem Lächeln erläutert er Japans Schwierigkeiten bei der Rezeption der europäischen Kultur. Und er, der Katholik, ist damit auch gleich bei dem Thema seines Lebens und seiner Werke, der Unvereinbarkeit der japanischen Kultur und Psyche mit dem europäischen Christentum. Endo weiß, wovon er spricht. Europa kennt er gut. 1950 ging er als erster japanischer Auslandsstipendiat für 3 Jahre nach Lyon, um französische Literatur zu studieren, vor allem die großen katholischen Romanciers und Moralisten Claudel, Mauriac, Bernanos. Zögernd mit Pausen zwischen den Sätzen beginnt er zu sprechen. Bald nach meiner Geburt in Tokio, 1923, trennten sich meine Eltern. Meine Mutter und ich wurden getauft im katholischen Glauben. Ich war damals 11 Jahre alt. Und ich habe seitdem oft das Bedürfnis empfunden, mich davon loszusagen, aber es ist mir nicht geglückt. Der Grund dafür dürfte sein, dass diese Religion letztendlich doch ein Teil von mir selbst geworden ist. Gleichwohl blieb in meinem Herzen das Gefühl wach, dass dies etwas Geliehenes ist, was dann auch die Frage nach meinem Ich aufbrachte. Und dieses Ich, denke ich, dies ist das Sumpfland namens Japan in mir. Ist auch interessant, dass er das sagt, weil diese Idee eines Sumpflands, das ist etwas, was in dem Film ja stark vorkommt. Also wenn sozusagen die Japaner gegenüber den Jesuiten argumentieren, dass das Christentum niemals Fuß fassen kann in Japan und dass das eine Pflanze ist, die in Japan immer nur eingehen kann, die dort keine Wurzeln schlagen kann und dort nicht gedeihen kann, wird als Argument vorgebracht, dass Japan eben ein Sumpfland ist. Das behaupten sie so von sich selbst. Unser Land ist einfach nur ein Sumpfland, in dem nichts wächst. Am allerwenigsten das Christentum. Ich finde es interessant, das jetzt so in dem Kontext zu lesen. Ich lese jetzt weiter. Endo verschränkt seine Hände über der Brust und unterbricht sich. Dann ergänzt er. Mein Vater wollte, dass ich Medizin studiere. Ich habe damals, als ich mich an der Keio-Universität einschrieb, auch so getan, als würde ich seinen Wunsch erfüllen. In Wahrheit aber habe ich Französisch studiert. Die erste Novelle, für die ich 1955 den Akutagawa-Preis erhielt, ist auch in Frankreich angesiedelt. Es ist eine Geschichte des französischen Widerstands während der deutschen Besatzung, eine Geschichte des Verrats. Nach einer Weile dann leiser. Und eine Geschichte der Schuld. Wissen Sie, in meiner Heimat, Endo hatte die Brille abgenommen und spricht jetzt mit geschlossenen Augen. In meiner Heimat hat das Reis des Christentums keine Wurzel schlagen können. Das bescheidene Ergebnis von 3 großen Missionswellen, circa 5000 Protestanten und 400.000 Katholiken, also knapp 1% der Bevölkerung, Endo versucht zu erklären, man muss verstehen, dem Japaner bereitet es Mühe, Begriffe wie Sünde und Schuld einzuordnen, denn diese sind eine Erfindung des europäischen Individualismus. Der Japaner sieht sich dagegen stets als Angehörige einer Gruppe und empfindet keine Schuld, nur Scham. Die Reaktion auf die Missbilligung seines Tuns durch die Gemeinschaft. Auch das Bedürfnis nach Erlösung ist dem Japaner fremd, denn er versteht den Tod anders, fühlt sich shintoistisch einbezogen in den Zyklus der Natur. Endo hat sich langsam zurückgelehnt und sagt jetzt, fast im Flüsterton und mit nach oben gerichteten Augen, langsam den Satz, ich stelle mir die Ewigkeit vor als Big Life, Big Nature. Dann erhebt er sich unvermutet und sucht eine ruhigere Sitzgruppe. Denn die Eingangshalle hat sich inzwischen gefüllt mit dem Stimmengewirr lachender Touristen. Endo versinkt erneut in einem Sessel und erinnert sich an den Widerspruch, der ihn selbst nach dem Studium produktiv werden ließ. Diese Konfrontation des Katholischen mit dem Japanischen selbst klingt als Hall und Widerhall durch mein Werk. Ich fühle, dass ich auf irgendeine Weise beide Stimmen in mir versöhnen musste. Das Leitmotiv hatte er bereits 1955 genannt in dem kurzen Roman »Der gelbe Mann« entdeckt Pater Durand, dass in den japanischen Augen etwas fehle, dass sie nicht empfänglich sind für Gott oder die Sünde und den Gedanken an den Tod. Umgekehrt hat Endo 1980
mit dem Noma-Preis ausgezeichnet im Roman Der Samurai, tiefe Blicke in die Augen des europäischen Christentums geworfen. Er hat sich in diesem Werk, das sich zugleich verstehen lässt als gut getarnte Autobiografie, weit hinausgewagt aus dem schützenden Kollektiv des Japanertums in die Einsamkeit der christlichen Individualethik. Mit dem Ergebnis, dass er schließlich die Illusion einer Vereinbarkeit westlichen und japanischen Denkens gründlich erschüttern wird mit seinem Roman Schweigen in 1966, der in Japan in wenigen Jahren 36 Auflagen erreichte, verfilmt und mit dem begehrten Tanizaki-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Es ist die Geschichte des jungen portugiesischen Jesuiten, der sich mitten in die blutige Christenverfolgung Japans im 17. Jahrhundert hineinwagt. Als Seelsorger einer kleinen Christengemeinde wird er verhaftet und gefoltert, bis er den Fuß auf das Bild mit dem Antlitz Christi setzt. Endo erinnert sich plötzlich daran, dass er in dem Roman seinen Helden zum abgefallenen Paulus werden lässt und unterbricht sich mit einem langen Lächeln. Dann sagt er: »Wissen Sie, Paul ist mein Taufname, aber ich habe auch ein verzeihendes Verstehen für den Judas in ihm gewagt.« Und in dem Roman finden sich dann auch die gegen die Geistlichkeit gerichteten Sätze. Aber wenn ich sie auch verraten habe, den Herrn habe ich doch niemals verraten. Immer noch bin ich der letzte christliche Priester in diesem Land. Zitat Ende. Und Endo, ist er der letzte christliche Priester in säkularisierter Gestalt? Er legt seinen hellen Mantel ab und wirkt müde. Dann versucht er zu erläutern, was das heißen könnte, den Herrn lieben auf japanische Weise. Dazu Endo: Zunächst einmal müssen die Gleichnisse der Bibel in den japanischen Vorstellungshorizont transportiert werden. Japaner haben mich oft gefragt, warum lächelt dein Christus nicht? Warum ist Gott für die Christen nicht anwesend in der Natur? Endo ist diesen Fragen nicht ausgewichen. Er hat sie auf eine sehr persönliche Weise beantwortet in seinem Buch Das Leben Jesu, das in Japan über 300.000 Mal verkauft wurde. Endo erinnert sich an den Verkaufserfolg und schränkt ihn wieder ein. Schwer zu begreifen für den Japaner ist der fordernde und gebietend strenge Vatergott der Christen. Denn für den Japaner ist Gott mütterlich-weiblich. Auch die japanische Schöpfungsgeschichte ist es. Endo beginnt seine Brille mit einem Taschentuch zu reinigen. Seine etwas gutturale Stimme wird jetzt lebhafter und lauter. Ich habe mich früh den Vulkanen zugewandt, den japanischen Mutterbergen, dem Sitz der Götter und unzähliger Shinto-Schreine. Und es hält sich hartnäckig das Gerücht, er habe sich mit Hilfe eines Helikopters hinabgelassen in den brodelnden Schlund des Kraters Sakurajima in der Bucht von Kagoshima. Nun haben wir also genug Kontext geschaffen und können ein wenig über den Film reden. Ein Kritiker in der Zeitschrift The Atlantic sagte, der Film sei leichter zu bewundern als zu lieben, und das spricht viel dafür. Es ist ein Film, der extrem gesprächsfördernd ist, und das ist immer ein gutes Zeichen bei einem Film, wenn es dazu etwas zu sagen gibt. Und das hier ist eindeutig ein waschechter Diskussionsfilm, ein Film, über den man nach dem Kinobesuch reden kann, bei einer Pizza oder in einer Bar. Doch zugleich ist es nicht diese Art von Film, die man sich gerne ein zweites Mal anschaut. Im Grunde ist einiges an der Erfahrung geradezu etwas qualvoll, und da stellt man sich die Frage, weshalb man durch diese Tortur zweimal gehen sollte.
Und ob mit Tortur nun die Darstellung brutaler Gewalt gemeint ist oder ob mit Tortur eher die Langatmigkeit des Films gemeint ist, nun, das muss am Ende jeder für sich selbst beantworten. Nur ein Verrückter würde einen Film mit dieser Thematik und diesem historischen Rahmen drehen, ohne eine großartige visuelle Orgie daraus zu machen. Somit, dieser Film sieht hervorragend aus. Scorsese arbeitete hier mit dem mexikanischen Star-Kameramann Rodrigo Prieto, der letztendlich durch Alejandro González Iñárritu nach Hollywood kam und er für den Look von Filmen wie Amores Perros, Frida, Brokeback Mountain, Argo und viele mehr zuständig war und seit einigen Jahren Martin Scorseses Go-To-Guy ist, wenn es um die Kamera geht. Der Film besitzt eine starke, jedoch auch angenehm einfache Ästhetik. Das Breitbandformat macht sich den Horizontstreifen des Ozeans gerne zunutze. Dies ist weitgehend ein Küstenfilm, der sich die meiste Zeit in der Sichtweite des Meeres abspielt oder unmittelbar auf einem Strand. Doch auch die Darstellung des historischen Nagasaki ist atmosphärisch und extrem verlockend, ohne übertrieben prätentiös zu wirken. Viele historische Filme scheitern visuell daran, dass die übermüdeten Jungs an den Computern einfach immer mehr visuelle Layer über Layer stapeln, weil es eben heute möglich ist. Und der Fehler findet seinen Abschluss darin, dass der Regisseur es ihnen am nächsten Tag abnimmt, da er sich ebenso von den technischen Möglichkeiten des CGI verlocken lässt. Deshalb wirkt dann alles so grotesk überladen. Silence ist da anders. Das hier ist ein Film als Vehikel einer Zeitreise. Befreit von Anachronismen, können sich die Zuschauer hier an den Rand des zeitlichen Abgrunds wagen und sich einfach auf den Film einlassen. Am Ende kommt man bereichert raus mit einem neuartigen, authentischen Gefühl dafür, wie es wohl war, als Europäer im 17. Jahrhundert in Japan an Land zu gehen. Von dieser Warte aus betrachtet ist der Film extrem befriedigend. Allerdings ist dies auch eine ironische Angelegenheit, da dieser Film nicht in Japan gedreht wurde, sondern auf Taiwan. Der Produzent Irwin Winkler beteuerte stets, diese Entscheidung hat mehr damit zu tun, dass Dreharbeiten in Japan einfach schrecklich teuer sind, weil Japan grundsätzlich ein extrem kostspieliges Land ist. Aber ich denke mir da so meinen Teil. Dieser Film erlaubt durchaus eine extrem Japan-kritische Lesung und Japaner sind nicht gerade dafür berühmt, dass sie nationale Kritik gut vertragen. Aber da spekuliere ich jetzt natürlich. Und ich meine damit auch nicht, dass Leute in Japan wegen Silence auf die Straßen gehen würden. Das wohl kaum, denn das Thema geht ihnen am Trichter vorbei. Aber Produktionen in einem fremden Land setzen eine ständige Kette aus Genehmigungen und Änderungen voraus, die wiederum neue Genehmigungen nach sich ziehen. Und als eine professionelle Produktion möchte man hier eine gewisse stromlinienförmige Situation vorfinden und nicht eine unterschwellige Serie aus bürokratischen Widerständen, weil den Beamten das grundsätzliche Filmthema nicht wirklich behagt. In der Tat könnte man auf die Idee kommen, der Film stellt die Japaner als entweder simple Fischer mit einem etwas kindlichen Gemüt dar und auf der anderen Seite als aristokratische Sadisten. Ich hatte den Eindruck, als ob an einigen Stellen absichtlich Zitate oder Referenzen zu der ersten Verfilmung des Buchs von 1971 gemacht wurden und sicherlich lässt sich auch eine gewisse Tendenz entdecken, Kurosawa zu zitieren, ob absichtlich oder nicht. Gerade jene Szenen, die Unruhe und Bewegung zeigen, scheinen manchmal wie eine Hommage an Akira Kurosawa zu wirken. Und die Rolle des trunksüchtigen Kichijiro erinnert sehr an den possenreißenden Kokuchiyo, seinerzeit großartig gespielt von Toshiro Mifune. Ich rede natürlich von den Sieben Samurai. Doch trotz der starken visuellen Ästhetik ist dies kein Film, den man sich wegen seinem Look anschaut, sondern ein Film, den man wegen seinem inhärenten Diskussionspotenzial sieht. Silence lässt vielfältige Lesung zu und das bedeutet, dass man ihn durchaus auch isoliert von unmittelbaren religiösen Empfindungen betrachten kann oder auch nicht. Das allein ist schon ein Diskussionspunkt. Hier geht es darum, wie viel ein Mensch erdulden kann oder sollte, um seine eigenen Überzeugungen zu verteidigen. Könnte dieser Film auch eine Geschichte über eine Gruppe aus Sozialisten sein, die versuchen, im Dritten Reich zu überleben? Durchaus. Natürlich würden die religiösen Menschen sicherlich protestieren und sagen, dass religiöse Inbrunst und religiöse Erfahrung nicht einfach nur eine Analogie zu einer beliebigen Ideologie oder Überzeugung ist.
Mich erinnert das ein wenig an Gespräche, die ich früher mit Christen führte, wenn ich ihnen zum Beispiel argumentativ entgegenkommen wollte und gesagt habe, Jesus von Nazareth und das Neue Testament ist ein wundervoller, schöner Mythos voller Wahrheit und voller Nahrung für die Seele, würden sie dann meistens fuchsteufelswild und meinten, Jesus ist kein Mythos, Prometheus ist Mythos und Buddha ist ein Mythos, alle anderen sind ein Mythos, aber nicht Jesus. Jesus ist Realität, er ist historisch und er ist der Sohn Gottes. Christen stehen überhaupt nicht darauf, ihren Glauben in Analogien wiederzufinden. Menschen, die mehr an Gaia glauben oder an die Menschheit als eine Einheit und als eine Weltseele und all das, die ziehen da gerne Vergleiche zwischen Jesus, Krishna, Prometheus und Buddha. Aber der christliche Glaube ist letztendlich das Resultat von 2000 Jahren harter Chauvinismus-Schule und Chauvinismus ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Doch das macht den Film auch so meta, denn der Film stellt durchaus die Frage, wie viel religiöse Energie denn eine reine Glaubensbefindlichkeit ist und was davon ist nur ein verschachtelter Persönlichkeitskult. Und Scorsese hat, trotz aller katholischer Empfindungen, durchaus den Mut und den Anstand, diese Frage mitten in den Raum zu stellen. Es gibt diese schrecklichen Szenen, in denen Pater Rodriguez ein Gefangener der Japaner ist und im Hof werden seine Schäfchen, also japanische Christen aus einem Fischerdorf, einfache Menschen, gefoltert. Und sie können alle die Folter sofort beenden. Alles, was sie tun müssen, ist Jesus abzuschwören und mit dem schmutzigen Fuß auf ein kleines Reliefbild von Jesus steigen, das auf Japanisch Fumie heißt. Und Pater Rodriguez muss all diese Qualen durch das Gitter seines eigenen Käfigs mit ansehen. Doch trotz aller Widrigkeiten schafft er es, eine geistliche Verbindung zu den gequälten Christen aufrechtzuerhalten. Er sagt ihnen zwar, dass er sie nicht verurteilen würde, wenn sie Christus mit Worten und mit ihrem Fußabdruck verraten, solange sie ihn weiterhin im Herzen tragen. Aber er ist auch tief beschämt von ihrem Durchhaltevermögen, vermutlich deshalb, weil er unterschwellig ahnt, dass er an ihrer Stelle niemals so lange durchhalten würde, was sich später als korrekt herausstellen wird. Ganz anders sieht das ja sein Gefährte Garupe, gespielt von Adam Driver, der tief davon überzeugt ist, dass Christen in ihren Glaubensüberzeugungen keinen Zoll nachgeben dürften, denn jede Sekunde ist eine Prüfung vor Gott. Doch wir sehen dann natürlich auch, wie die Obrigkeit die Dorfleute zu richtigen Ballen zusammenschnürt und diese dann einfach anzündet, bis alle gemeinsam bei lebendigem Leibe verbrennen. Und die Christenverfolger und mit ihnen der Apostata Ferreira, gespielt von Liam Neeson, bearbeiten Pater Rodriguez entsprechend, indem sie ihn in theologische Gespräche verwickeln, um ihm deutlich zu machen, dass er unentwegt einer Illusion aufsitzt. Ihre Methode ist dabei freilich sehr sadistisch, denn sie sagen Rodriguez ganz deutlich, sag dich los von diesen Christen und wir hören sofort auf, sie zu quälen. Doch hör auf, dieser Fantasie aufzusitzen, dass diese Leute auch nur ansatzweise euer europäisches Christentum begreifen können. Und Rodriguez, also gespielt von Andrew Garfield, erwidert, das ist Blödsinn. Ich habe mit diesen Menschen monatelang in ihrem Dorf gelebt. Ich weiß, dass sie Jesus im Herzen haben. Ich weiß, dass sie an den wahren Gott glauben. Doch die Inquisitoren sagen darauf nur, wir machen das alles hier nur für dich. Du verstehst Japan nicht und begreifst doch gar nicht, mit welcher ungeheuren Scham dir gegenüber es einherginge, dich zu verraten. Wir machen das hier, damit du endlich begreifst, dass diese Bauern nicht für Gott leiden und wie die Fliegen sterben, sie leiden und sterben ausschließlich für dich. Es gibt im Film diese Szene, als Pater Rodriguez schließlich dem Druck nachgibt und den Fuß auf die Fumie-Platte legt und damit offiziell zu einem Abtrünnigen wird. Er tut dies, um die gefolterten Christen zu retten. Und der für Christenverfolgung zuständige Beamte sagt zu Rodriguez, dass es an der Küste noch immer Fischerdörfer gibt, wo sich die Leute zum Christentum bekennen. Aber dass man diese nun in Ruhe lassen würde. Denn da jetzt der letzte Priester konvertiert ist und die Wurzel des Übels beseitigt würde, spielen ein paar arme Leute in irgendeinem Dorf keine Rolle mehr. Um diese paar schmutzigen Bauern sei es eben nie gegangen. Das Problem waren immer die Portugiesen, welche sich in ihren Dörfern heimlich versteckten. Rodriguez und Ferreira werden zu zwei Beamten, die für die Japaner arbeiten. Denn am Ende der gescheiterten Mission verhängen die Japaner ein Einfuhrverbot für christliche Gegenstände. In jener Zeit beginnt die Einflussnahme der Niederländer auf Japan, die mit Schiffen und Waren kommen und somit erstmal so eine Art
religiöse Zollstelle absolvieren müssen, wo Ferreira und Rodriguez alle Waren danach begutachten müssen, ob sie als christlich oder nicht christlich eingestuft werden müssen. Interessant ist natürlich auch dieses Thema der Bereitschaft und der Freiwilligkeit. Das ist gut daran sichtbar, dass die japanischen Beamten vollkommen von der Freiwilligkeit der einfachen Christen verdutzt sind, diese Qualen auf sich zu nehmen. Es gibt diese Szene, als drei nackte Christen auf Kreuze gefesselt werden, die tief in der Brandung stehen. Und während die Flut langsam herannaht, steigt mit jeder weiteren Welle das Wasser, sodass die Situation zu einer Gratwanderung am Rande des Ertrinkens wird. Aber die Kreuze stehen auch nicht tief genug im Wasser, um ein Ertrinken zu garantieren. Auf dem Strand sitzen dann die Offiziere und ihre Truppen und sehen sich die Situation interessiert und fasziniert an. Und ich erinnere mich, dass ich zuerst etwas die Stirn gerunzelt habe, weil zum Beispiel die Handgelenke eines der Männer sichtlich schlampig an den Holzbalken gefesselt waren. Und für eine Sekunde denkt man, die wollen natürlich, dass der Schauspieler eine Chance hat, die Arme schnell rauszuziehen, sollte er plötzlich in ernsthafte Atemnot geraten. Schade nur, dass man es sieht, weil es ein wenig die Illusion zerstört. Bis man dann 3 Minuten später begreift, nein, das haben die Samurai absichtlich so gemacht, weil sie im Gegenteil wollen, dass diese Männer ihre Arme aus den Schlingen herausziehen und diese Tortur für sich selbst beenden. Für diese Christenjäger ist somit Jesus und das christliche Gottesbild nur eine Abstraktion, die bei ihnen keinen Eindruck hinterlässt. Denn sie sehen die Mission nur als einen Persönlichkeitskult irgendwelcher Priester, die eben das Leiden als Nahrung für ihre eigene Eitelkeit benutzen. Und es ist eine Argumentation, die nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Und vergessen wir nicht, dass die christliche Mission in der Welt schreckliches Leid verursacht hat und ungeheuerliche Blutbäder. Und oft mutete die Vorgehensweise in der Tat wie der narzisstische Ego-Trip irgendwelcher Missionare. Und auch Kichijiro sollte erwähnt werden, der Pater Rodriguez mehrmals das Leben rettet, aber immer wieder seinen Glauben verrät, jedoch auch ständig nach Beichte und Absolution dürstet. Er steht als Sinnbild für das missverstandene Christentum, dessen abstrakte Rituale zu einer Mechanik benutzt werden können. Und auf diese Weise schafft es Kichijiro unentwegt unter dem Radar der Zensoren und Christenjäger hindurchzufliegen, doch zugleich reduziert er damit das Christentum zu einer Farce. Er ist sozusagen der Abtrünnige am Montag und der Reuige am Dienstag, zum Entsetzen von Pater Rodriguez, der sichtlich Kichijiro ins Herz geschlossen hatte und in ihm eines seiner wichtigsten Schäfchen sieht und auf ihn das Gleichnis des verlorenen Sohnes projiziert. Aber am Ende muss er erkennen, dass Kichijiro nicht mal den Hauch einer Ahnung hat, was das Christentum eigentlich ist. Er ist einfach nur ein tief beschämter Japaner, der den Ruf eines Trinkers hat und im Christentum sieht er eine Art Schlupfloch, das ihn von seiner Scham befreien könnte, wenn ihm der Priester eben die Beichte abnimmt. Er ist damit aber unfreiwillig ein Zeuge der japanischen Anklage und der Argumentation gegen die Portugiesen. Damit wird er zum Judas, der seinen Herren schließlich verrät. Und der Film ist sichtlich gespickt mit Allegorien, die auf die Bibel einzahlen. Scorsese scheut auch nicht davor zurück, einen gewissen unterschwelligen Narzissmus von Rodriguez zu zeigen, der sich zunehmend als eine Art Avatar für Jesus sieht. Seine Apostase im Finale kann freilich auch so gedeutet werden, dass Rodriguez auf diese Weise das eitle Christusbild zerstört hatte, das er heimlich von sich selbst herangezüchtet hatte. Der Akt des Verrats kann also auch als ein Akt der Demut gedeutet werden, in denen der gefallene Priester erkennt, dass er eben nicht Jesus ist und dass er sich mit ihm auch nicht messen sollte und dass er, der Priester, eben nur ein Mensch ist und jegliches andere Denken wäre gerade vor Christus nur arrogant. Rodriguez muss erkennen, dass er nicht Christus ist, sondern lediglich Simon Petrus, der zwar Jesus' erster Gefolgsmann war, doch auch sein erster Verleugner. Aber da ist natürlich auch die Signalwirkung gegenüber den einfachen Christen, die der Apostase von Rodriguez zusehen müssen. Am Ende erteilt Scorsese dem gefallenen Priester Rodriguez eine gewisse Absolution und lässt zumindest die Deutung zu, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist, wenn man Jesus verrät, um selbst zu überleben oder um andere Leben zu retten, dass es aber das geringere Übel ist, denn am Ende kommt es darauf an, was man im Herzen trägt, denn dorthin darf der Zugriff der Folterer und der Feinde Christi nicht reichen.
Die Handlung zumindest macht deutlich, dass von einem rein theologischen Standpunkt diese Menschen vor ein unglaubliches Dilemma gestellt wurden. Eine ungeheuerliche Situation angesichts eines schrecklichen Sadismus, der aber mit einer Argumentation einhergeht, die nicht falsch ist. Japan hat keinen expliziten Fehler begangen, sich der christlichen Mission zu verweigern. Nicht alle fernen Kulturen, die sich dem Christentum geöffnet haben, sind daraus vorteilhaft hervorgegangen. Und Scorsese kehrt diese japanische Perspektive nicht unter den Tisch. Der Film hat allerdings auch das auffällige Problem, dass es unentwegt den Eindruck macht, als ob die ideologischen Gegner von Rodriguez, also der Inquisitor, aber auch der Apostata Ferreira, die deutlich besseren Argumente haben, was uns vermutlich auch wieder an den Anfang des Themas führt. Denn das Christentum philosophisch zu verteidigen, war schon immer etwas schwierig, da diese Religion nicht auf den besten argumentativen Fundamenten sitzt und somit leichter aus diesem seelischen Zustand oder Lebensgefühl erklärt und genährt werden kann. Und das ist etwas, das im Film durchaus zum Ausdruck kommt. In einem Streitgespräch mit dem Inquisitor sagt Rodriguez, dass Christentum universell sein muss und somit in allen Kulturen Früchte tragen kann. Denn die Botschaft Christi ist die Wahrheit, und wenn diese Botschaft nicht in jeder Kultur der Welt Früchte tragen würde, wäre sie gar nicht die Wahrheit. Das ist natürlich ein problematischer Trugschluss, bekannt als Zirkelschluss. Es ist wahr, weil es wahr sein muss. Diese Art zu denken war schon immer die Achillesferse des Christentums, und der buddhistische Inquisitor hat wenig Mühe, solche Argumente zu zerschlagen. Und Andrew Garfield alias Pater Rodriguez macht in diesen Streitgesprächen oft eine wirklich schwache Figur gegenüber diesen buddhistisch geschulten Aristokraten und Gelehrten. Am Ende wirkt er eben noch immer wie dieser enthusiastische Jungchrist auf dem Weg zu ökumenischen Kirchentagen. Die Filmkritikerin Alyssa Wilkinson schrieb für Vox einen hervorragenden Artikel über den Film, und sie schließt mit den äußerst weisen Worten, dass der Film uns etwas Besonderes auf den Weg gibt. Die Erkenntnis, dass niemand von uns im Alleingang diese Welt retten kann. Solche Fantasien sind nur Eitelkeit, und jene, die das Schwert und die Knute schwingen, werden uns jedes Mal brechen. Und obwohl Rodriguez und Garupo mit den besten Absichten aus einem Boot ins Wasser klettern und im Schutz der Nacht an die Küste Japans schwimmen, vieles an ihrem Handeln ist beseelt von einer eitlen Tendenz, sich mit Jesus zu vergleichen und zu messen. Und wir müssen auch erkennen, dass eine Welt von hoher Komplexität nicht wirklich von schlichten Gesten durchdrungen werden kann. Es wäre schön, aber es ist am Ende eine Illusion. Alles in allem, Silence ist nicht der Film für jedermann. Wer nur die nervösen Superheldenfilme erträgt, dem werden bei diesem Film vermutlich die Kapillaren platzen. Doch ich kann den Film wärmstens empfehlen. Einerseits als eine historische Schulung bezüglich eines sehr spezifischen Kapitels in der Menschheitsgeschichte, aber auch als eine interessante Diskussionsgrundlage, falls man es vorzieht, sich den Film gemeinsam anzusehen und nicht in einem einsamen inneren Monolog, wie ich es mache. Man muss an diesem Film nicht alles mögen, aber man kann sichtlich die Fähigkeit des Streifens würdigen, Gedanken und Überlegungen anzuregen und damit letztendlich über den menschlichen Zustand zu meditieren. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.